Kannst du uns ganz kurz was zu deiner Person sagen? Ja, mein Name ist Andreas Meyer. Ich komme gebürtig aus Gütersloh, Kreis Gütersloh, und habe da alles verloren. Familie, Freunde, und wurde bedroht da in meiner eigenen Wohnung. Man wollte mich töten da und mehr oder weniger auf die Flucht gegangen, um mein eigenes Leben da auch zu retten. Und habe mit einem Wahnsinnigen gewohnt. Ja, dann war ich halt erst auf Verwandtschaft gewesen. Hamburg, Bremen. Da habe ich mich doch nicht für entschieden. Und letztendlich habe ich Berlin gefunden als meine neue Heimat. Und will versuchen, hier neu durchzustarten. Wie bist du jetzt hier auf uns gekommen? Ja, zufällig hat es mir ein Kollege erzählt, dass hier was in der Nachbarschaft wäre, wo man was essen könnte, falls man mal kein Geld hat und soziale Unterstützung ein bisschen kriegt. Und das habe ich ja auch hier festgestellt, dass es hier ein paar Leute gibt, die mir mal auch unter die Arme greifen. Und wie sieht das konkret aus mit dem unter die Arme greifen? Ja, so Ämtersachen oder sonst irgendwas, ne? Behördengänge, woran wenn ich mich halt wenden muss, wenn ich Probleme habe. Also. Wo bist du jetzt gerade untergekommen? Ja, zurzeit bin ich in der Palisadenstraße 72 und ist halt nur eine Notübernachtung und das endet auch im März. Und wie es dann weitergeht, weiß ich auch noch nicht genau. Gut, draußen schlafen werde ich wahrscheinlich nicht. Ich habe noch zig Adressen, wo ich vielleicht unterkommen kann. Auch Notschlafstellen, die auch über den Sommer geöffnet haben. Ich kann mir nur selber viel Glück wünschen in meinem Leben. Zurzeit bin ich noch krank und muss auch erstmal durch diese schwere Krankheit wieder durch.